Ja, jetzt muss ich mal gerade grübeln. Entschuldigung. Ich glaube, ich baue dann eher die Zwergenstadt nochmal aus. So, also wir haben noch ein paar Haupthelden. Wir könnten mal die nächste Stadt vielleicht sogar suchen. Dann sollten wir gucken, dass das eine Stadt ist, die eher so in der Mitte liegt. Damit wir von hier den Kreaturentransfer oder von hier bekommen und nicht von oben. Also ich denke mal, eine Stadt wird nur irgendwo hier oben sein. Also holst du jetzt mal das Ding zurück, okay. Dann holst du in der nächsten Runde das Ding wieder zurück. Noch eine. Ich denke immer, da liegt so ein kleines Goldpäckchen für mich, aber ist es ja nicht. Ne? Gegen den Trupp Tane kämpfe ich definitiv nicht. Gegen viele Bärenreiter schon eher, aber wir holen uns jetzt erstmal hier die zusätzlichen Bewegungspunkte. Da haben wir zwar nicht mehr lange was von, aber... Ja, ich habe... Ich glaube. Ich bin gerade irritiert. Oh, scheiße, ja. Orange ist hier unten. Und ich bin genau falsch gelaufen. Okay. Versuchen wir es mit Grün. Versuchen wir es mit Grün. Ist zwar doof, weil ich keine Kreaturenverstärkung kriege, aber wir können es mit Grün versuchen. Folgen wir der Straße? Ich denke mal, also wenn, dann wird uns ja die Straße zu seiner Stadt führen. Zumindest sieht es hier in allen anderen Szenarien so aus. Nehmen wir das Ding zurück. So, und jetzt laufen wir aber schon bitte stramm wieder zurück, denn ich denke mal, der kommt gleich wieder. Du wartest mal kurz hier. Ja, Girl, du kannst eigentlich da stehen bleiben. Wir holen uns die Bauern. Silitar, da gibt es noch einen Helden für uns. Der steht 100% in der Stadt. Der steht 100% in der Stadt. Und Nibiros steht wahrscheinlich nicht in der Stadt, sondern ist schon auf dem Weg zu uns. Ich habe vergessen, in der Zwergenstadt das Ding für die Runenpriestervermehrung zu bauen. Ja, ich habe es gesehen, da oben steht er in der Stadt, ja. Okay, das ist schon mal gut. Dann ist die Mission, dann haben wir das Schlimmste jetzt hinter uns. Dann haben wir es fast geschafft. Also selbst wenn wir jetzt zu schwach sind, um die Stadt zu nehmen. Dann können wir immer noch ohne Probleme zurückrennen und nochmal ein bisschen warten und es versuchen, dann nochmal zu machen. Also später nochmal zu machen. Ja, Wiederholung bitte. Da hätten wir die Mission übrigens schon verloren. Wenn wir nämlich den Drachen verlieren, ist die Mission rum. Aber das scheint das Spiel nicht so zu berücksichtigen. Ja, ich lasse sie hier stehen als Kugelfutter. Ja, ist okay, glaube ich. Die stehen mal ganz günstig für mich. Ach ne, guck mal da. Ich schieße auf eine ganz andere Einheit. Und die kriegen einen Moralbonus. Du läufst einfach nur...
einfällt vor, damit du die Möglichkeit hättest, hier zu attackieren. Du attackierst die hier bitte. Du kannst auf jeden Fall mal gerade warten. So, dann sind meine Blutjungfern schon mal weg. Die mache ich mir jetzt nicht so die größten Sorgen. Ah ja, glückliche Attacke ist gut. Okay. Ja, also es gibt auf jeden Fall nichts Vernichtenderes, als da jetzt einen aufgeladenen Feuerball reinzusammeln. Wir müssen dann leider nochmal warten, aber du gehst schon mal in Position, bitte. Okay. Er war zweimal noch mit diesen Blutfolien dran. Es ist super, dass er nichts mit denen gemacht hat. Also ich beschwere mich jetzt nicht mehr. Das war mal richtiges Glück jetzt. Ah, scheiße, ich bin falsch gelaufen. Ich bin so ein Trottel. Okay, egal. Okay, also auf die paar Minotauren kann ich verzichten. Gut, das war jetzt unser Sonderskill. Die wollten einen Zauberspruch wirken und sind daran jetzt gestorben. Sehr gut. Okay. Was für ein Element haben die Hydren? Kann ich deine Elementarkette basteln? Die haben Erde. Dann ist auch ein aufgeladener Blitzstrahl wieder geil. Ich befürchte ja, dass ich meine Drachen hier noch viel zu vorsichtig einsetzen muss. Ja, zeig mal. Ah ja, das habe ich echt nicht gesehen. Das ist so wieder das Problem, weil ich das in diesem Window-Mode spielen muss. Da habe ich eine niedrigere Auflösung. Und da kann ich das nicht so gut erkennen. Autsch. Okay, mach die da jetzt mal gerade weg. Dann schieße ich schon mal auf die. Sieben Hydren machen so 70 Damage irgendwie so um den Dreh rum. Ich glaube, ich riskiere es hier, ganz offensiv zu spielen und attackiere die Hydren direkt. Ja, weil die Minotauren da drin standen, habe ich da jetzt nochmal was verloren. Jetzt sind sie Luft, aber das ist ja mit dem aufgeladenen Eisblitz geht nicht. Aufgeladener Feuerball. Haut genau hin und dann haben wir es. Glück des Hexenmeisters. Okay, das ist das Allerwichtigste, dass die Skillung klappt. Also, das ist eigentlich noch wichtiger. Das ist eigentlich noch wichtiger als jetzt hier die Map Control. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir hier mit unserer Skillung gut weitergekommen sind. Da ist der Ring des gebrochenen Willens. Was können wir dir denn so geben? Eine Rüstung vielleicht, ne? Magiergilde sagt Armageddon. Oh nee, ist nicht dein Ernst, ne? Und kein Meteoritenhagel. Den braucht man halt schon, den Zauber. Okay, wir holen uns den Phönixfederumhang. 50% mehr Feuerschaden ist auf jeden Fall schickig. Und wir holen uns die Rüstung der Tapferkeit. Moral Bonus ist auf jeden Fall gut. Moral Malus für unsere Gegner ist auch gut. Mächtig wäre natürlich hier die Robe von Saisus mit der Zauberkraft plus 6. Aber das ist ehrlich gesagt noch gar nicht so wichtig, finde ich. Und so ein bisschen Geld auf Halde haben und dafür so ein paar kleinere Artefakte kaufen, das ist, glaube ich, besser. Aktuell... So, Glück des Hexenmeisters war hier das Wichtigste. Das musste stimmen und es hat gestimmt und
Da können wir zufrieden mit sein. Okay, genau, du holst die ganzen kleinen Sachen. Die Minen und sowas. Ja, du kannst dir mal gerade hier die 5 Tamponschwestern holen. Den Restgeld sparen über die Runde. Und ich habe vergessen, dass ich noch Bewegungspunkte hatte. Schade. So. Einmal hier kämpfen, bitte. Ja, okay, lass sie ziehen. Ja, die können wir verfolgen, da verlieren wir ja nichts. So, den Engel müssen wir wegmachen. Hoffentlich sind es nicht allzu viele. Da ist eine Militärstation. Oh fuck, ich glaube, da muss ich gegen kämpfen. Also unabhängig davon, ob ich da jetzt, ich glaube, das ist unabhängig davon, ob ich sie jetzt von einem anderen Spieler einnehme oder nicht. Denn ich meine, man muss bei einer Militärstation immer kämpfen. Okay, nimm die mit. Hol dir nur einen Munitionswagen und ein Erste-Hilfe-Zelt. Schadet nie. Boah, coole Items auf jeden Fall. Den Turban der Erleuchtung werde ich wahrscheinlich sogar noch nehmen. 10% mehr Erfahrungspunkte ist für uns eigentlich ganz gut. Und dann können wir mit Irvana können wir hier unten dann noch ein bisschen abräumen. Habe ich eigentlich hier schon meine Bauern rekrutiert? Ja. Okay. Packst du es im Autogefecht? Nee, packst du mit. Der aufgeladene Eisblitz. Und tschüss, Taco. Hey, cool. Meister des Eises. Also, Urbana müssen wir nicht so gut skillen. Einfach nur so ein bisschen. Schadet vielleicht nicht. Was war denn das da hinten? Da gibt es noch Gold. Die Hydren hebe ich mir auf jeden Fall noch auf. Oh, ne, die sind zu fett. Ach, da ist eine Goldmine. Okay, gut. Ne, dann würde ich eher sagen, dass wir mit Irvana versuchen, so ganz moderat so ein kleines bisschen vielleicht hoch zu leveln. Oh, du bist doch dumm wie Scheiße. Sehr gut. Ja, jetzt stelle ich mal hier hin. Wir müssen gar nicht direkt attackieren. Das Witzige kommt ja jetzt. Oh, jetzt verliere ich einen. Schade. Oh, sogar zwei? Echt? Das ist aber frech. Ganz schön frech, Kinder. Naja, habe ich halt 10 Minuten auch nicht verloren. Man unterschätzt es dann doch ein bisschen, dass hier der Angriffswert einfach noch viel, viel schwächer ist. Wahrscheinlich Angriff 3 oder so. Naja, oder 4 hat sie vielleicht mittlerweile. Mal gucken. Naja, 3 hat sie nur. Aber ist halt einfach sehr, sehr wenig.
Aber für die Engel können es langen. So, du kriegst das Teil hier. Dann testen wir das nochmal gerade. Ja. Okay, gut. Also die Bewegungspunkte, die schenken wir uns dann, die sparen wir. Das Ding holen wir mit Ilaya. Ah, wobei, hätte ich eigentlich auch lassen können. Hätten wir jetzt nicht unbedingt nochmal. Hätten wir jetzt nicht unbedingt nochmal machen müssen. Ja, das ist doch dann hier mit dem immens hohen Angriffswert doch ein bisschen komfortabler, ne? Oh, ist nicht dein Ernst. Immerhin kriege ich Drachen. Hol die mal ab. Grade die mal auf. Grade die mal auf. Geiler Deutsch ist auch wieder. Schöner Denglisch. Ja, hier, wollen wir lesen. Ich kann hier noch was bauen. Nö, ne. Ah, einfach nur, weil ich die maximale Ausbaustufe mit dem Drachenzinn noch nicht erreicht habe. Das ist es dann. Ja. Bauen wir hier die Mauer. Okay. Ja, ich habe mir übrigens auch gerade gedacht, Ilaya, du musst hier nicht unbedingt hingehen. Was? 10 Garde-Minotauren verlierst du da? Wie machst du denn das? Ja. Aufgeladener Kettenblitz. Nee, oder Armageddon könnte es auch gewesen sein. Lang glaube ich auch ein ganz normaler, ne? Ja, mit der Elementarkette müsste es doch eigentlich lang, oder? Also. Komm, hier sind wir etwas forsch. Lass dich mal angreifen. Haben die gerade 346 Wasserschaden gemacht? Das ist ja schon grob, ne? Was holt das Mistdingen hier? So. Ja, ich speichere das nochmal hier. Genau, räum mal auf. So. Da hinten sind noch ein paar Priester. Und dann geh du doch mal hin und hol dir mal noch die kleineren Minen hier unten. Und du holst noch die Minotauren. Kann ich eigentlich in der Grube der Rituale noch was opfern? Nee, ne, ist noch nicht machbar. Also ich werde jetzt nicht anfangen und die Karawanen über die halbe Karte schicken. Das ist Quatsch. Einmal in der Diagonale, ne? Also,
Das machen wir jetzt nicht. Sondern wir räumen den Weg hier frei. Wir machen den Weg frei. Eine Horde Zombies. Oh, ich muss aufpassen. Nee, ich muss eigentlich wieder runter. Ich darf nicht zu weit hoch. Denn es könnte durchaus sein, dass der orangene Spieler gleich wieder kommt. Ja, komm, die Junker können wir auch noch opfern. So, jetzt muss ich mal schauen. Unsere Ziele sind ja, Malassas Tochter muss überleben und erreicht das Portal für Reiler Gedöns, ja. Wir können eigentlich noch ein bisschen was von den Ressourcen verkaufen. Holen wir noch hier die Junker. Okay. Okay, Orange sitzt unten fest. Sehr schön. Ich mach's jetzt nicht neu, nee. Leider kriege ich die Kreaturen nicht. Das ist echt schade. Helmchen des Nekromanten. Ja, Wissensbonus ist auf jeden Fall gut. Machen wir mal hier weiter. Das mit den Tarnen, das könnte nochmal eine Herausforderung werden. Vielleicht mache ich das auch gar nicht. Upgrade rein. Du kannst doch jetzt hier... Nee, du kannst ihn nicht opfern. Wo ist denn der Caravan? Ah ja, nee, der braucht ja 2 Tage. Ja, habe ich natürlich auch vergessen. Das Blöde. Ja, aber zeig mir nochmal gerade hier die Stadt. Na also. Gibt's hier... Ah ja, cool, den Letos kriege ich. Cool, ja, den nehme ich. Destruktive Magie. Ja, der ist so ganz cool geskillt eigentlich. So, ja, du läufst mir wieder hier hoch. Vielleicht brauche ich noch so einen Transporthelden. Und du gehst als erstes mal hin und greifst hier den Caravan ab. Muss das hier bitte auch. Das Geld für den nächsten Kampf sparen wir uns noch. Ich weiß jetzt nur eine Sache noch nicht genau. Es gibt hier einen Sidequest. Der sieht so aus, dass man alle Drachenartefakte zusammenbringen muss. Also, ne, Flammenzunge, Ring, Beinschienen, Rüstung, Schild, Halskette und Krone. Ja, also die braucht man alle.
Und ich weiß nicht mehr, ob es da dann einen Set-Bonus gibt oder sowas ähnliches. Was mir jedenfalls auffällt, ist, dass wir, glaube ich, Truptana, es ist einfach, es ist mir noch ein bisschen zu heikel. Aber da oben können wir lang. Oder wartet mal, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite könnten wir auch hier langlaufen. Und jetzt erstmal versuchen, den orangefarbenen Spieler auszuschalten. Denn den schaffen wir bestimmt. Vielleicht verlieren wir nochmal eine Stadt, weil wir halt... Ja. Ja, das probieren wir mal. Also vielleicht verlieren wir noch eine Stadt. Oh, Grün ist besiegt. Ja, okay. Wenn ich hier runterlaufe, dann müsste ich eigentlich mit dem Stadtportal... Genau, direkt hier in die Stadt reinkommen. Gut. Ah ja. Warte mal, du machst gerade anders. Mach den Drachen mal hier hin. Hä? Ach, weil der in der... Ah, okay. Ah, okay, alles klar. Ja, ja. weil ich den in die Stadt gepackt habe. Okay. Ah ja, ah ja. Aha, 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 aha. Und das darf man ja nicht. Okidoki, alles klar. Schön, dann machen wir es jetzt gerade ein bisschen andersrum. Dann lauf du mal hier hoch. So, du kriegst hier die volle Packung. Oder halt eben nicht so ganz, weil wir nicht genug Geld haben. Okay. Geht doch. Ja, Dungeon-Kreaturen. Also sind halt mit so die teuersten Kreaturen. Meiner Meinung nach. Dann bleibst du hier oben und garnisonierst mal ein bisschen. Und den Letos, den können wir eigentlich auch hier als Garnisonshelden nehmen. Schauen wir mal weiter. Also ich würde gerne noch den Level Cap erreichen. Das heißt, ich werde nachher jede Menge Creeps noch auf der Karte hier töten. Bevor ich hier versuche, das Missionsziel zu erfüllen. Die Stiefel kannst du ihr mal mitgeben. Ich glaube nämlich... Moment. Aber das Tarot-Set... Nee, das macht man wieder. Das Tarot-Set lässt immer schön bleiben. Weil Mana hat die ja genug. Hier, du kannst hier runtergehen und das dem Letos geben. Tausch mir gerade mit dem Positionen. So, und dann gibst du das mal dem Letos. Der kann nämlich ein bisschen Mana noch gebrauchen. Der hat nicht so viel. Dann habe ich das gerade richtig gesehen. Irvana hat 105 Mana. Die hat echt viel Mana. How come? Vielleicht durch die Erleuchtung? Ja. Mana-Affinität, das ist es. Okay. So... Dann, genau, Kriegsgerät haben wir getauscht, ne? Kriegt der Leitos noch was Nettes? Warte mal, den Turban der Erleuchtung, den kaufen wir mal noch schnell. Ja, nimm den Harnisch noch mit.
Und den kannst du definitiv noch hier deiner Vorgesetzten geben. In dem Fall ist sogar wichtiger als der Helm des Nekromanten. Also wie gesagt, das ist auch eher so ein Artefakt für den Letos, denke ich. Und dann können wir hier in der Mitte irgendwo nochmal einen Kreaturentransfer machen oder sowas. Und wir laufen jetzt mal ganz gechillt zu der Dämonenfestung. Und du holst mir hier das Teil mal wieder. Ja, wäre schon wichtig, dass wir die Creeps alle hier erwischen, weil Level Cap will ich auf jeden Fall noch erreichen. Wie gesagt, Maximallevel ist 30 hier in dieser ganzen Kampagne. Und das ist zwar nicht so viel, aber so ab Level 27 dauert es halt ziemlich lange. Und da ist es halt gut, wenn man in den Szenarien schon mal ein bisschen vorgearbeitet hat. Okay. Dann lauf du mal hier hin. Der Letos läuft mal so ein bisschen in die Mitte. Und hier, du kriegst doch bestimmt noch ein paar Kreaturen. Das ist bestimmt noch ein bisschen was anheuern. Wobei, wir können da auch eigentlich warten jetzt für die Stadtbelagerung. Ja, ich denke, das ist sogar fast besser. Wart mal gerade eine Sekunde. Und mach hier den Kreaturentransfer.